eigentlich einsteigen über die Bedeutung von Klönrunde, weil wir das Klön heute, und so steht es auch in den Wörterbüchern und im Duden übersetzt, mit sich behaglich unterhalten. Das ist aber, wie ich rausgekriegt habe, kompletter Quatsch. Es kommt nämlich aus dem Niederländischen. Da heißt es auch Klön, allerdings niederländisch geschrieben mit EU und nicht mit Ö. Also das haben die nicht. Und im Niederländischen heißt das Klopfen. Das heißt, sprechen mit durchdringender Stimme. Das ist also was ganz anderes. Wir müssen also richtig auf die Kacke hauen heute hier, wenn wir eine Klönrunde machen, weil das ist der Ursprung im englischen Klönern. Das heißt auch was Ähnliches, Tönen, also angeberisch daherreden sozusagen. Das ist mein einer Einstieg. Ich habe einen zweiten. Und zwar, ich lese die letzte Strophe eines Gedichts vor, das einige vielleicht aus ihrer Schulzeit sogar noch erinnern. Das ist von Ludwig Giesebrecht. Das war ein Dichter aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das Gedicht heißt Der Lotse. Das ist heute keiner von unseren da. Jetzt schießt es aus dem Klippenrande, links müsst ihr steuern, halt ein Schrei, Kiel oben treibt das Boot zu Lande und sicher fährt die Brück vorbei. So, was ist daran falsch? Was ist daran nicht Seemannssprache? Zumindest unter Jagdschießen würde man Ärger kriegen, wenn man links sagt, in der Berufsschifffahrt ist das mittlerweile überhaupt kein Problem mehr. Die ganze Seemannssprache, wie wir uns sie vergegenwärtigen, gibt es eigentlich nicht mehr. Mit anderen Worten, das hat sich eigentlich erledigt, dieser Sprachgebrauch. Der ist nur in der Sport- und Freizeitschifffahrt noch. Wollen wir mal gemeinsam ein paar Begriffe aus der Seemannssprache zusammentragen? Wem fällt was ein? Ja, bestimmt. Back ist das vom Schiff. Der vordere Teil, der höhere vordere Teil, das ist die Back. Und früher musste man auf die Back gehen, wenn man ausgucken wollte. Musste, sollte. Ausspucken? Ausguck. Ausgucken. Ausguck. Ja. Ausguck gehen. Ja. Geh gut. Oder an der Back. Das ist der Tisch im Salon, im Speisesaal, in der Messe. Ja, die Frage, wo ist da die Beziehung? Wenn man die Back einmal als den Tisch. Die Küche bezeichnet, an der man isst, ne, am Tisch, und auf der anderen Seite Ausschau halten soll auf dem Vorschiff, auf der Back. Ja. So, wo kommt das her? Was hat Back jetzt für einen Ursprung? Backschaft. Backschaft, ja, das ist wieder mit Essen. Ja, ne? Ja, abwaschen. Abwaschen, Backschaft. Ne? Machen wir Backschaft. Ja. Hafen, eigentlich, das ist die Hafenseite, weil früher die Schiffe das Ruder an der Steuerbordseite hatten, haben die an der Backbordseite angelegt, an der Hafenseite, und darum ist das im Englischen Starboard, Steuerbordseite des Schiffes, und Portside ist die Backbordseite des Schiffes. Dann können wir ja nochmal kurz erklären, warum Steuerbord Steuerbord heißt, ne? Das wäre ja auch nochmal wichtig. Hast du da ein bisschen angefangen eben? Hab ich ja gesagt, ne? Also ja. Die Wikinger hatten ja, man hatte ja früher nicht die Chance, bei einem Schiff hinten in der Mitte ein Ruder zu setzen, deshalb nicht, weil man nicht rankommen konnte, wenn es brach. So, darum setzten die Wikinger mit einem langen Ruder, befestigten das hinten am Schiff, also auf der rechten Seite, na, und dort wurde gesteuert. Der Vorteil war, wenn in schwerer See das Ruder brach, und das kam häufiger vor, dann konnte man es vom Schiff aus reparieren. Ich habe ein paar schöne Wörter zusammengetragen. Was ist eine Lastadi?
Das ist ein Kompassschlüssel. Das ist ein übler Scherz mit dem Schiffsjungen früher. Geh mal den Kompassschlüssel holen. Da gehst du in die Maschine runter als junger Mensch, ganz bläuäugig. Und dann geben sie dir entweder einen Oberflurhydrantenschlüssel oder geben dir einen Zylinderkopfschlüssel mit einer Brennweite von 60 oder 70, die du kaum tragen kannst. Und dann gehst du damit auf die Brücke und dann spielt dein Kompass da oben verrückt. Weil da ist so viel Masse drin an Eisen und da fängt der Kompass an total zu drehen. Und die Dichter rankommen. Also nachkalibrieren, ne? Schon kriegst du was an der Back. Das hat einfach was damit zu tun, dass ein Schiff überall Bezeichnungen hat, um eine einheitliche Sprache zu sprechen. Ne? Und ganz besonders hier Schulschiff Deutschland, wenn man so die Masten und die Rahen alle genau bezeichnet hat, um in der Kommandosprache, ne, sich deutlich zu machen und zu sagen, du bist nicht am ersten Mast, nicht am zweiten, sondern am dritten und da heißt das so. Und du bist für das Segel zuständig und ich für das da über. Also man kann nicht so ganz allgemein sagen, in die Masten oder was, ne? Und jeder weiß, was es ist. Nein, das muss eine klare Ansage haben. Von daher hatte ja jeder Mast, jedes Teil, kann man sagen, eine eigene Benennung. Ne? Wir haben ja auch wenn wir jetzt zum Beispiel Ausguck gegangen sind, dann haben wir den Gegenverkehr oder irgendein Gegenstand nicht gesagt, das ist da, sondern das ist 20 Strich. Grad, 2 Strich am Steuerbord. Oder 3 Strich, das sind 30 Grad. Da wurde der 90 Grad bei einem Strich aufgeteilt, und zwar nach der alten Kompassaufteilung. Und ein Kompass hat 90 Grad. Das hat einen ernstzunehmenden Hintergrund, nämlich in der Umgangssprache ist ein Schiff immer auch ein Sinnbild für etwas Größeres Ganzes. Also das Staatsschiff, sagen wir beispielsweise, und dann hängen sich da eine ganze Menge Verben dran. Wir müssen den Anker lichten, Fahrt aufnehmen, die Leinen losmachen. Yeah.